Das wird mal eine Künstlerin. Söldnerin, du kommst gerade recht. Meine Freunde sind endlich da. Ich sehe hier niemanden außer uns. Was? Dumme Söldnerin, siehst du sie nicht? Sie sind gleich da drüben. Der auf der linken Seite ist Theo und die auf der rechten Seite ist Erla. Die sind ja auch Ton. Die sehen nett aus, aber ich glaube kaum, dass sie wirklich als Freunde zählen. Wie meinst du das? Das sind meine Freunde. Ich habe sie gemacht. Das weiß ich ja, aber... Martha meinte, ich soll mir Freunde machen und das habe ich. Aber so macht man sich keine Freunde. Sag deiner Martha. Ich kann nicht. Sie ist tot, Söldnerin. Martha ist tot. Sie ging zu den Piraten und hat versprochen, so viele Drachmen mitzubringen, dass wir darin schwimmen können. Aber eines Tages ist sie zurückgekommen, Söldnerin. Ihr weißer Lieblingschiton war ganz rot. Und sie sagte, ich soll für mich selbst sorgen und mir Freunde machen. Oh. Aber ich hatte doch noch nie Freunde. Ich wusste nicht, was sie meinte. Und dann habe ich ganz, ganz doll nachgedacht und mir Freunde aus Ton gemacht. Habe ich einen Fehler gemacht? Martha ist doch nicht böse auf mich, oder? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein, das hast du gut gemacht. Ja, du musst jetzt aufhören. Also an sich ist es süß, dass sie sich Freunde macht, aber das war ja nicht das, was ihre Mutter wollte. Aber ihre Mutter ist ja nicht sauer auf sie, deswegen die Nummer 2. Du musst damit aufhören. Was machst du da? Die sind für meine Freunde. Das sind nicht deine Freunde. Das sind nur Tonklumpen. Du brauchst echte Freunde. Geh in die Stadt, finde Gleichaltrige. Du kannst hier nicht allein leben. Aber die Leute in der Stadt haben mich weggeschickt. Sie sagen, ich bin verflucht. Dann geh woanders hin, zu anderen Leuten. Es gibt genug gute Menschen. Du verstehst es einfach nicht. Du bist nicht ich. Du verstehst das nicht. Geh weg! So, ja, ist eigentlich zu ihrem Besten, ja. Stimmt schon. Guten Tag, der Herr. Wie geht es Ihnen? Keine Sorge, ich mache es schnell. Ich okay. Das Geld. Oh, du Stück! Wie du Stück? Ja. Willst du mich verarschen? Alter, ich trete dich und steche dich und steche dich nochmal. Hey. Wollen wir nicht ein bisschen näher... Au. Au. Wollen wir nicht etwas näher zur Klippe gehen vielleicht? Also ich meine ja nur, ich frage für einen Freund. Ja, hier. Ach komm. Tritt. Ja, also. Na du Schnucki. Ein Banditenbogen. Oh, der macht ja fast viel mehr Schaden. Aber der sieht cool aus. Höchstleistungsfähigkeitsschaden. Was?
Ich nehme mal den und update den dann noch. So, wie der einfach kommt und mich hier vor den Augen der Kleinen. Ich sollte später mal nach ihr sehen. Ich sollte später nach ihr sehen. Kann man das? Kann man später nach ihr sehen? Das finde ich nämlich cool. So. Ich glaube, sonst haben wir alle. Okay. Für 13 Gold. Ja, komm, bezahlen wir mal 13 Gold, das ist ja nichts. Dann haben wir wenigstens Ruhe. Giftige Begegnung. Verbesser dein Speer. Jetzt vorstellen. Genau, das da, genau. Wo ist das? Hier ist noch ein Schatz. Das werde ich dann gleich holen. Warte auf die Zeremonie, aber wo ist die denn? Ah, egal. Gut. Machen wir dann später. Adrenalin. Ist gut. Gift- und Brandeffektivität. Ja, mit der, ja, 7 Waffenschaden, ja. Aber die sind blöd aus. Brauchen eine leichtere, ja. Eine leichte Rüstung. Das ist ja unser Anfangsding, ne? Ja, genau. Ich wollte noch mal in die Lagune und den Schatz holen. Also. So. Okay. Ah, hier ist ja der Hai. Wahrscheinlich habe ich den irgendwie nicht gesehen. Genau, da ist er. Ach krass, ja, habe ich wirklich nicht gesehen. Jagdbogen. Und der ist sogar besser als den ich gerade habe. So, mal schauen. Wie viel besser ist er jetzt? Ja, aber ich würde trotzdem den Banditenbogen behalten und den eben aufbessern. Ich glaube, dadurch wird er stärker.
Alter, bist du bescheuert? Du hast gerade einen Typen vermöbelt. Alter. Was für ein krankes Schwein. So, blöde Hühner. So, bitte mein Bogen verbessern. 290. Ja, Mann. Und ist gar nicht so teuer. Und gravieren. Kopfschussschaden. Das ist geil. Warte, er hat einen Tritt. Ich mach mal Kopfschussschaden. Weil ich ja, also ich treffe ja fast nur. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mit dem Kopf. Ah nein, das ist ja nicht das, was. Ist das hier die Zeremonie? Glaub nicht. Alle Kopfgelder bezahlen. Nee. Ich bezahle nicht 1, 2, 3 Gold. Söldner. Level 18. Pallas, die Aaskrähe. Wunderschön. Nächtlicher Jäger auf Reisen durch die Welt mit einem Wolfsgefährten und geringe Schaden durch Attentate ist natürlich nicht so gut. Pallas die Aaskrähe liebt das Plündern. Sie wurde reich, aber nicht indem sie sich den Gegner im Kampf stellte, sondern indem sie ein Gefecht aus der Ferne beobachtete und nach dem Tod eines der Kontrahenten dessen Leichnam ausraubte, noch bevor er erkalten konnte. Deswegen Aaskrähe. Ja, passender Ausdruck. Begriff. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Also ich könnte natürlich hier die mal befreien. Richtig cool, dass ich ja mit dem Bogen wirklich töten kann. Ah, warte. Ich hole mal alle erstmal. Ich glaube, das war's. Jodela, Sodela, Mumu, ja. Hey Rank, es ist nichts passiert. Alles gut. Alles gut.
Ich schenk mir mal kurz was ein. Jetzt kommt natürlich ein Kopfgeldjäger, ne? Welcher dieses Mal? Theo Ross, der glückliche Betrunkene. Ja, wollen wir mal sehen. So, also Theo, warte, geringer Schaden durch Attentate und durch Gifte, also, ja, okay. Liebte genau zwei Dinge im Leben, Trunk und Kampf. Obwohl sein Talent als Krieger durchschnittlich war, blieb er doch immer siegreich. Für einige war dies ein Zeichen, dass die Moiren ihn gesegnet hatten. Moiren. Andere wiederum meinten, es müsste einen anderen Grund geben. Und den anderen Grund werden wir wohl nie erfahren, weil wir ihn hier wieder runterstoßen werden. Warte mal. Oh, ich habe kein Holz mehr. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Mal. Okay, der geht nicht. Hey du, hey. Naja, okay. Muss ja nicht. Naja. Gut. Warte bis morgen. Okay. Ich quatsch mal noch ein bisschen. Kann ich nicht. Gut. Dann meditiere ich mal hier. Dann gehen wir mal da hoch. Ich frage mich die ganze Zeit, wie du kein Holz haben kannst, aber dann sehe ich, wie du hier Holz haben. Hey, ich sammle ja voll oft Holz hier. Die ganze Zeit, wenn ich hier unterwegs bin, sammle ich Holz. Mhm. Ich habe ja nur das ganze Holz jetzt für den Speer ausgegeben. Ah, es ist doch hier. Was? Söldnerin! Töte diese Schlange! Sie hat das gemacht! Sie hat mich kahl gemacht! Tut mir leid. Gib mir einen Moment. Ich muss mich um ein paar Bauern kümmern. Du sagtest eine Strähne ihrer Locken. Erklär mir das. Erklären? Es ist doch klar. Ein hübsches, leichtgläubiges, dummes Mädchen wird Opfer einer Konkurrentin. Sie hat mich getäuscht. Naetius hat sie gewählt. Er hat mich nicht mal richtig angesehen. Ja. Warum hast du das gemacht? Aetios kann nur der meine sein. Ich bin es, den er am meisten liebt. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Und ich habe immer schon auf ihn aufgepasst. Glaubst du, ich ließe mir meine große Liebe von einem blauäugigen Küken rauben, das nur sein Geld will?
Aetios weiß nicht, was gut für ihn ist. Er hatte schon länger ein Auge auf Dida geworfen. Ihm gefiel einfach ihr Anblick. Den hab ich geändert. Was ist mit dem Liebestrank? Muss ich das fragen? Was wurde aus dem Liebestrank? Na, sie hat ihn getrunken. Und sieh nur, er hat prächtig funktioniert. Sie fügte eine Strähne meiner Locken hinzu und ließ es mich trinken. Zuerst hat es sich gar nicht komisch angefühlt. Aber später als... Und mein Haar, es ist einfach ausgefallen. Was ist das für ein Trick? Du wolltest ihr Haar für einen Zauber? Zauber? Wie dumm seid ihr denn? Wenn es doch nur so etwas Praktisches geben würde. Es ist einfach Alchemie. Mit etwas Grundwissen über giftige einheimische Pflanzen ist alles möglich. Und die Pilze sind bekannt dafür, heftige Reaktionen auszulösen. Obwohl, ich habe noch nie erlebt, dass jemand kahl wird. Nur ein schlimmer Ausschlag meistens. Der Trank hat alle Erwartungen übertroffen. Alter, die Lache. Mir wurde Geld versprochen. Gib es mir. Ich will mir das Drama hier auch nicht antun. Streng genommen hat das Mädchen um die Objekte gebeten, nicht ich. Sie hält uns beide zum Narren. Hörte sie, Söldnerin! Wie sie brüllt und aber leiser ist als die erste. Ja, tja, also... Oh, schau mal den Bogen. Der hat so einen Anubis hinten, oder? Alter. So cool. Das wirst du Büßenhexe. Die Hexe hat dich besiegt. Nehmen sie ist selbst schuld. Ja, aber die... Ja. An sich ja, aber die Hexe würde ich... Ja, ich... Du willst die Hexe töten? Ja, keine Ahnung. Nee, vielleicht auch Karl schlagen. Karl schlagen. Ja, da kommt der Holzfäller in mir vor. Nee, okay. Also, die Hexe hat dich besiegt. Machen wir das mal. Die Hexe ist verrückt. Doch sie tat nur, was du auch tun wolltest. Nämlich, egal was, um bei dem zu sein, den sie liebt. Ich kann sie nicht verübeln. Wie kannst du das sagen, nachdem sie mir das angetan hat? Sieh ein, dass du verloren hast. Geh heim. Naja, bezahl mich. Dann geh heim. Siehst du? Die Söldnerin versteht es. Komm, Aetios, mein Liebster. Lassen wir die Bauern mit ihren Dramen allein. Wir müssen eine Hochzeit planen. Ich bin der glücklichste Mann auf Erden. Ja, cool. Ja, aber das war irgendwie... weißt du, was passiert, wenn du sie tötest? Nee. Wahrscheinlich ja wieder so ein blöder Söldner da oben. Nee, keine Ahnung. Aber das war ja irgendwie klar, ne? Also. Achso, okay. Ja, hier, ich dachte, da passiert irgendwas Schlimmes oder so. Gut. Dann würde ich aber sagen, es ist jetzt 7:30. Dann, ja. Damit wir den Strategie-Montag nicht zu kurz kommen lassen, würde ich das jetzt hier so belassen, bevor wir in die See stechen. Und dann zocken wir ein bisschen Roam noch. Und genau.